Hallo und herzlich willkommen zum Teil 19 der Videoreihe zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen. Wir wollen uns heute befassen mit dem Satz von P.K. Lindelöf, dem Existenz- und Eindeutigkeitssatz für eine lokale Lösung des Anfangswertproblems, wobei wir es hier formulieren für Differentialgleichungssysteme erster Ordnung. Wir schreiten auch sofort zur Tat. Gegeben sei das Anfangswertproblem für eine Differentialgleichungssystem erster Ordnung mit den Anfangswertbedingungen y von x0 ist gleich y0, das die folgenden Bedingungen erfülle. Erstens, die Funktion f sei stetig auf einem Zylinder Q, der definiert ist als die Menge aller Punkte xy aus Rn plus 1 mit den Eigenschaften, dass der Betrag von x minus x0 kleiner gleich a ist und die Norm von y minus y0 kleiner gleich b. Darüber hinaus soll gelten, dass die Norm der Funktionswerte f von x und y kleiner gleich groß m sei. Zweitens erfülle f auf q eine Lipschitz-Bedingung bezüglich y, das heißt, es gibt eine Konstante L, so dass die Norm von fxy1 minus fxy2 kleiner gleich L mal der Norm von y1 minus y2 ist. Unter diesen Bedingungen existiert dann im Intervall i von x0 minus Sigma bis x0 plus Sigma mit Sigma gleich dem Minimum aus a und b durch m genau eine stetig differenzierbare Lösung des Anfangswertproblems. Wir wollen an dieser Stelle noch eine Anmerkung machen, da die Lipschitz-Eigenschaft, so wie sie im Satz von P.K. Lindelöf formuliert ist, nicht immer leicht zu zeigen ist, wollen wir noch zwei hinreichende Bedingungen für die Lipschitz-Eigenschaft vermerken. Die erste Bemerkung, die uns dabei hilft, ist, wenn f partiell nach y ableitbar ist und diese Ableitungen in Q beschränkt sind, dann ist eine Lipschitz-Eigenschaft gesichert. Und zweitens, wenn Q beschränkt ist und die partiellen Ableitungen von f nach y stetig sind, gilt dies ebenso. Wir können jetzt zum Beweis schreiten und starten mit einer Bemerkung, die wir bereits kennen. Eine stetig differenzierbare Lösung des Anfangswertproblems ist nämlich auch immer eine Lösung der Volterraschen Integralgleichung, die hier noch mal kurz notiert sein soll. Das haben wir ja bereits gezeigt im Teil 18 unserer Videoreihe. Wir starten den Beweis, indem wir jetzt zeigen, wie wir Lösung der Volterraschen Integralgleichung gewinnen. Und das tun wir konstruktiv mittels Picard-Iteration. Wir setzen dazu als Startfunktion y0 von x gleich y0 unter Ausnutzung der Anfangswertbedingungen und erhalten so die erste iterierte y1 von x durch y0 plus das Integral auf dem Intervall von x0 bis x von f von t y0 von t nach dt. Dies wiederum setzen wir dann wieder ein in diese Vorschrift und erhalten y2 von x gleich y0 plus Integral von x0 bis x von f von t und y1 von t nach dt. Die
allgemeine Iterationsvorschrift lautet also yk von x ist gleich y0 plus das Integral auf dem Intervall von x0 bis x von f von t und yk minus 1 von t nach dt für alle x aus i. Ab hier soll der Beweis nur noch skizziert werden. Das würde, ein vollständiger Beweis würde den Rahmen des Videos nämlich bei Weitem sprengen. Wir müssen in einem ersten Schritt zeigen, die Wohldefiniertheit der Iterationsfunktion yk und beginnen hier zunächst mal mit der Stetigkeit. Die Stetigkeit der Funktion yk folgt aus der Stetigkeit von f. Und damit können wir dann auch an die Wohldefiniertheit herangehen. Wir müssen nämlich zeigen, dass die Norm von yk von x minus y0 kleiner gleich b für alle k aus n ist. Und das bewerkstelligen wir mithilfe der vollständigen Induktion. Soll an dieser Stelle allerdings nicht erfolgen. Zweitens zeigt man die gleichmäßige Konvergenz der Funktionsfolge yk gegen eine Grenzfunktion y von x. Dazu wählen wir den Ansatz yk ist gleich y0 plus in Klammern y1 minus y0 plus bis yk minus 1. Wie wir leicht sehen, eine geschickte Schreibweise der Funktion y von k, ein Auflösen der Klammern, führt nämlich durch Aufheben aller Summen bis auf yk zu yk. Man schätzt dann die Differenzen yk minus 1 ab, und zwar unter Verwendung von Prämissen aus dem Satz von Picard und Lindelöf, die da wären Beschränktheit von f, nämlich die Norm von f ist kleiner gleich m, und Lipschitz-Bedingung. Das heißt, die Norm von f von x y1 von x minus f von x y2 ist kleiner gleich l mal der Norm von y1 minus y2. Und man kann dann mittels vollständiger Induktion zeigen, dass für alle k gilt, die Norm von yk minus 1 ist kleiner gleich m durch l mal in Klammern l mal sigma hoch k durch k Fakultät. Betrachtet man jetzt die Reihe m durch l mal Summe von k gleich 1 bis unendlich von l sigma hoch k durch k Fakultät, dann stellt man fest, dass diese gleichmäßig konvergiert, und zwar gegen m durch l mal e hoch l sigma, eine Exponentialreihe. Und das impliziert dann auch die gleichmäßige Konvergenz der Reihe Summe von k gleich 1 bis unendlich von yk minus 1, und zwar mit Hilfe des Majorantenkriteriums. Damit können wir festhalten, dass die Funktionfolge yk gleichmäßig konvergiert gegen eine Grenzfunktion y von x, die gegeben ist durch y0 plus die Summe von k gleich 1 bis unendlich von yk minus 1. Im Schritt 3 ist zu zeigen, die Gleichmäßigkeit, die gleichmäßige Konvergenz der Funktionen f von t yk minus 1 von t gegen f von t und y von t. Dazu halten wir zunächst einmal fest, dass die Stetigkeit der Funktion yk auf i die Stetigkeit der Grenzfunktion y impliziert. Und wenn wir jetzt die Lipschitz-Bedingung für y und yk verwenden, also die Norm von f von x und yk minus f von x und y ist kleiner gleich l mal der Norm von yk minus y, dann
folgt letztendlich daraus, dass die gleichmäßige Konvergenz der Funktionenfolge yk gegen y die gleichmäßige Konvergenz der Funktionenfolge f von x und yk von x gegen f von x und yx impliziert. Damit dürfen wir Grenzwert und Integral vertauschen und damit erhalten wir dann für yx gleich Limes k gegen unendlich von yk von x unter Anwendung der Rechenregeln für Grenzwerte durch Umformen in 3-4 Schritten die Volterrasche Integralgleichung. Bleibt noch zu zeigen die Eindeutigkeit von Lösungen des Anfangswertproblems, seien also y1 und y2 Lösungen des Anfangswertproblems, dann kann man für alle x aus i und für alle k aus n zeigen, dass die Norm y1 minus y2 kleiner gleich l hoch k mal den Betrag von x minus x0 hoch k durch k Fakultät mal dem Maximum der Norm von y1 von t minus y2 von t für t aus i gilt. Und wenn wir uns jetzt die rechte Seite betrachten, dann sehen wir, dass der Ausdruck x minus x0 Betrag hoch k durch k Fakultät das k-te Glied der Exponentialreihe darstellt. Und das wiederum konvergiert ja bekanntermaßen gegen 0, wenn k gegen unendlich läuft. Und das impliziert dann, da die rechte Seite der Ungleichung ja 0 wird, y1 von x ist gleich y2. Soweit zum Beweis oder zur Beweisskizze. Wir werden in den folgenden zwei Videos an Beispielen zeigen, wie man mit Hilfe der Picard-Iteration Differentialgleichungen und Differentialgleichungssysteme lösen kann. In einem Beispiel 1, das passiert im Video Teil 20 der Videoreihe zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen, werden wir uns mit einem Differentialgleichungssystem befassen. Und ein Beispiel 2, das wird passieren im Teil 21 der Videoreihe, werden wir uns befassen mit einer Differentialgleichung der Dimension 1, hier am Beispiel y' gleich 2x mal in Klammern 1 plus y mit der Anfangswertbedingung y0 gleich 0. Bis dahin vielen Dank.